Das heißt X. Gib mir den Code für den anderen Park. Ich denke so, hä? Ich komme so richtig nicht rein. It's Barbie today. Oh ja. Barbie. It's another one. Rosa. Barbie. Hast du den Film noch gar nicht geguckt, oder? Nee. Ja. Einfach Barbie fein. Hat den Film noch gar nicht geguckt, aber trotzdem überall Barbie. Guten Morgen erstmal. Ich bin voll krank. Ich habe richtig Halsschmerzen und so, wie immer im Urlaub. Letztes Mal in Mallorca. Mit ihr genau das gleiche. Scheiße. Ich hoffe, das geht irgendwie wieder weg. Wir sind im... Wo sind wir? The Old Summer Palace. Der alte Sommerpalast. Ja. Yeah. Von? Von... Von der Qing-Dynastie. Ah, okay. The like a park for the king when it's summer and it's warm and they come over and have a vacation like a warm. It's a Kurort. Kurort. Ja, Kurort für den Kaiser. Ah, klingt gut. Let's go. Ah, die ganzen Fische. Heute haben wir auch wieder blauen Himmel. Ja. Wir waren jetzt auf diese Boote rauf. Ticket ist günstig. The Ticket. Perfekt. Keiner will auf die Boote rauf. Wir wollen auf diese Boote hier. Einfach keiner da. Okay, Schifffahrt zu Ende. Sind wir am anderen Ufer. Sind einmal über die Alster hier gefahren. Gehen wir zu den Sehenswürdigkeiten, die es hier so gibt. Gut, dass ich Sonnencreme dabei habe. Sie hat mir gesagt, ich muss Sonnencreme einpacken, sonst direkt wieder Sonnenbrand. Es ist richtig krass Sonne jetzt. Und schön warm. Labyrinth. Jetzt haben wir Sonnenschirm. Ja, in China tragen alle Sonnenschirm. Kann man zeigen. Voll viele, ja. Eigentlich fast jeder hier. Man sieht hier überall diese Regenschirme. UV-Schutz. 50 plus. Ja, weil Braun hier nicht so gut ist wie in Deutschland oder Europa. Immer schön blass sein. Das ist hier. Der Standard in Beauty. Hä? Man kann auch außenrum? Ja. Ah, okay. Gehen einfach mal außenrum, mal sehen. Kaputt. Ein Krieg kaputt gemacht hier alles. Hat früher mal so ausgesehen. Oder? All die ganzen chinesischen Reisegruppen hier. Und mit der Fahne. You want anything extra? Ham? Mozzarella. Mozzarella. Wir bestellen es online. Dann brauchen wir nicht mit denen reden. Sie mag keine Tomaten. Wir haben gerade gesehen, wie fette Tomaten auf ihr Sandwich gepackt wurde. Oh oh. So kalt laut hier. Mama tells him to turn the music. Oh ja. Wir haben auch einen Cookie geordert. Mal gucken, ob der genauso schmeckt. Aber ich glaube, es schmeckt 1:1 genauso wie in Deutschland. Taste Test. Nochmal Sauce.
Aber sonst das gleiche. Nur irgendwie keine Soße. Uber zum nächsten Park. Das sieht cool aus. Huawei regelt wieder. Macht schöne Bilder davon. iPhone wieder. Schlecht. Jetzt habe ich sie verloren. Ah, sie kauft mir Eiscreme. Perfekt. Favorite chinesische Eiscreme. Das ist immer ganz praktisch. Man erkennt sie immer sehr gut, weil sie einfach so pink ist. Jetzt mal Eiscreme. Gesühn. Gut für meine Halsschmerzen. Hier könnte man auch Schiff fahren, aber ist zu teuer hier. Wir sind nämlich pleite. Oh, voll schön hier. Wir haben gerade Leute gefragt, ob sie für uns Fotos machen. Aber es sieht einfach immer nicht so gut aus. Man muss immer jemanden finden, der das richtig gut kann. Wir haben eine gefragt, das war scheiße. Dann haben wir noch eine gefragt, das war schon besser. Aber immer noch nicht unser Niveau. Kein Geschmack. Kein Geschmack. Man muss immer den ganzen Körper drauf haben, auch plus das Ganze im Hintergrund haben. Lotus. Aber der Lotus ist schon kaputt. Lotus blüht immer so im August rum. Sie ist wieder bereit für Fotos. Jetzt ist die Sonne wieder weg. Wir gehen jetzt wieder raus aus dem Park und dann essen wir mit ihrer Mitbewohnerin. Die geht schon zum Restaurant. Wir treffen uns da auch. Ich denke immer manchmal, die starren mich hier an, weil ich Ausländer bin. Aber die starren auch sie an, weil sie so pink ist. Und überall Barbie hat. Wir sind gerade random einfach irgendwo reingelaufen. Eigentlich wollten wir raus. Jetzt sind wir in so einem mitten, in so einem kleinen Park im Park. Blue Fungus shaped rock. Look like this naturally. Then they find it's kind of cool. Und jetzt haben wir uns verlaufen. Ich so, hä, warum kommt das Gate die ganze Zeit nicht? Ah, wir müssen da rein, wo niemand reinläuft. Oh, sie wollte gerade die Putzfrau da fragen, ob wir hier hochlaufen können und raus können. Weil das voll der Mountain hier gerade ist, also voll der Berg. Was, wenn hier oben nicht rauskommt? Okay, wir können. Stört, ich sehe schon richtig zerstört aus. Ich weiß nicht, ich werde über zur Minute. Kranker hier irgendwie. Deutsche Abkürzung. Hat auch jemand vorher schon gemacht. Dankeschön. Okay. Sehr gut. Ah, so. Ausgang gefunden. Oder? Aber hier sieht es cool aus. Aber alles schon geschlossen. Aber irgendwie ganz cool.